Do it. Verdammt. Also nochmal. Keep up the good work. You're almost done. What are you doing? Jetzt wollte gerade der D-Knopf nicht. Das ist schön. Ja, wunderbar. Ich glaube, das können wir mal beim nächsten Mal dann nochmal versuchen. Aber ich versuche es jetzt. Carry on. Ach, verdammt. Jetzt habe ich statt E habe ich W gedrückt. Wunderbar. Ja, Kumpel, wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. So. Gut, okay, Englisch hatten wir ja erledigt. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen nochmal eben zum Chemiekasten hin. Und, ja. Füllen da nochmal ein bisschen auf, weil dann können wir nämlich jetzt schon mal die... Ja, die schöne Aufgabe starten, wo dann wahrscheinlich leider der Winter dem Ende zugeht. Ich bin echt traurig. Aber hey, wir wollen ja weiterkommen, ne? Weil ansonsten hängen wir dann hier noch im 100. Part. Ich weiß gar nicht, welcher Part das jetzt ist. Vielleicht Part 40? Oder 39? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich speichere jetzt nochmal, weil ich es kann. Und, ja, 36,27. Da sind wir 0,03% dazu, glaube ich, gekommen. Aber, naja. So. Ich, bin ich bepümpelt? Bewaffnet? Ich bin bewaffnet. Das ist natürlich unbelievable. Dann, ne? Wollen wir mal loslegen, ja. Der kleine Jimmy Boy ist unterwegs zur großen Aufgabe. Was ich natürlich noch ein bisschen komisch finde, dass die anderen, also wenn ich zum Beispiel freien Unterricht habe, dass die anderen auch nicht mehr zum Unterricht müssen. Bin ich hier derjenige, der für alle den Unterricht mitmacht, oder was? Was stimmt doch da nicht? Ja. Amigo. Ja, ja, kennen wir. Ja, ja. Ich habe Gott sei Dank endlich mal die Taste rausgefunden, wie man hier überspringt. Und das ist natürlich, ne? Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Was war das denn jetzt? Hallo! Hi, Knödels! Das ist wieder Gary! Wo ist SpongeBob? Ach nee! Das war aus dem Fernsehen. I told you he knew where Algie was! Shut up, Gary! You guys get Algie and bring him to me at the clubhouse! You guys, take care of this pathetic excuse for a human being! I was hoping you'd say that! Du weißt schon, dass ihr kein Clubhaus mehr habt, weil das habe ich nämlich zerstört, ne? Also das ist jetzt meins. So, hier, komm mal zu mich rüber. So. Haben wir's? Ja, ja, bitte, bitte. Rechnung kriegst du dann zugeschickt, ne? So. Gehe zu Algie nach New Commentary. Ich hab frei. Bitte, bitte, bitte. Ja, ich darf das. Ich bin der Kegel. Und auch wenn das Jimmy gesagt hat, ich darf es trotzdem. Ist so scheiße, dass ich kein Fahrrad habe. Oh Mann, ja. Bitte? Dankeschön. Das ist natürlich unbelievable. So, einmal hier so rechts total gut um die Kurve. Ey, das ist ja unglaublich, was der Jimmy so für Skills hier im Skateboardfahren hat. Das ist ja... Boah, Alter. Ich bin da ja echt begeistert, ne? Wah! War das gerade eine 180er Drehung auf dem Skateboard? Was zum Teufel? Alter, was... Was willst du denn? Du bist jetzt dran und du auch. Ich darf mich doch nicht verarschen hier, ihr Spacken. So. Also ich glaube, es geht los. Ich fahre hier ganz normal durch die Gegend und dann wird hier einfach so auf mich gepömpelt, wollte ich gerade schon sagen. Einfach so auf mich geschossen. Ich finde das nicht okay. Und da musste ich jetzt einfach mal ein bisschen... hey, ich habe ein Fahrrad. Cool.
für die letzten Meter. Ist egal. Diebstahl! Ja, Opa, geh mal aus Milch. Auch wenn ich kein Opa war, aber egal. Hallo! Na? Algy, you're in so much trouble with Johnny Vincent and his boys. So, Chad, honey, listen, it's just $100. That's nothing to a man of your means. Oh, but Lola, I'd have to steal it off of my father. But Lola, I thought that me and you... Shut up, Fetzel! Big boned, not fat. I thought you liked me. You said you did. I do. I really do. Some friend you turned out to be. You must think I'm really cheap. Just a cheap slut. Well, that's it! No, 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 but Lola, wait! Smart ass. Ridiculous. Women. Look at you both. You're pathetic. But I thought she liked me. I don't believe this. You both better get over it. Oh, no. Listen, we gotta get out of here before Johnny Vincent sees you hanging out with his girlfriend. Why me? Algy, you take the girl's bike. Chad, you better pedal for both of us. I get a feeling I'm headed for a fight. So. I was just helping Lola study, honestly. I'm so scared. Yeah, yeah, yeah. Well, he's gotta be around here somewhere. Let's go find him. So, okay, Chad fährt und ich muss, glaube ich, dann schießen. Ja. Also, wir dürfen jetzt mal unsere Schießkünste unter Beweis stellen. Ich freue mich ja jetzt schon. So, wo sind die nächsten? Ich warte auf euch. Ich mache es hier einen so auf Call of Duty, ne? Ah ne, Call of Duty. So, Schnipper Ghost Warrior, ne? Das, boah, gut getroffen. Ich soll vielleicht doch mal Ego-Shooter-Spiele spielen. Ah, ne! Da bekomme ich nur wieder Rage. Das ist nicht so gut. Was willst du denn? Tauchen immer die gleichen Spaten auf, also... Wenn mir das jetzt mal so auffällt. Aber der Chat kann gut Fahrrad fahren. Boah, Alter, geht's noch? Oh, ja. Danke. Oh, das gab einen kurzen Lag. Entschuldigung. Sollte, hallo? Ja, danke schön. Ich glaube, ich sollte nochmal das Treffen üben. Ich hätte ein bisschen Zielwasser trinken sollen. Verdammt, wo ist mein Bier? Nein, keine Bange. Während, eigentlich während einer Aufnahme trinke ich eigentlich keinen Alkohol. Aber so zwischendurch muss das ja doch mal sein, weil, ne? Hör dazu! So. I think we lost them. Good. I'm getting tired. Give me a minute to catch my breath. Nee. You! It's a trap! It's a trap! Chad, step on it! Oh ja. So. Oh, damn. Ha! Beide getroffen. Wo sind die nächsten? Komm, ich bin gerade so gut drin. Hallo! Der war, glaube ich, auch schon zum dritten oder vierten Mal dabei, oder? Wo kriegst du immer die neuen Fahrräder? Die müssen eigentlich alle kaputt gehen. Was soll denn das hier? Wow, der war natürlich sehr gut getroffen. Die Musik ist auch wieder richtig gut. So. Ach, da kommt... Yeah, er ist schon wieder! Kann der sich irgendwie porten? Hat er irgendwie Magie getankt, oder... Oder sind wir hier sonst wo? Also normal ist das nicht. So, ja, voll aufs Maul. Ich bin wieder der Dicke. Oh, zwei auf einmal. Wunderbar. Und da... Hier, guckt euch das an. Das, da war der Schwarze schon wieder. Nichts gegen Schwarze, aber... Ich wollte das nur mal kurz... Wollte es nur mal kurz gesagt haben. Der war jetzt mindestens schon zum sechsten Mal da. Die können sich doch nicht supporten, das geht doch nicht. So. Hallo. Oh, wonderful, you found him. Ja, normal, ne? Good job, Jimmy. You do have your uses after all. Well, thanks for all the help, Jimmy. Perhaps you could come over to the observatory and play a game or two of Brottos and Gremlins with us sometime. No. Wie wär's mit der Runde LOL? Wäre besser, macht doch mehr Spaß.
So. I should teach lessons or something. Wunderbar. So, aber ich werde nochmal ganz kurz abspeichern gehen, weil diese Aufgabe, die möchte ich nicht nochmal machen. Weil, ist so. So, aber Gott sei Dank ist der Winter noch da. Das freut mich natürlich. Das ist richtig herrlich, ne? So, was sagt die Uhr? 22:12. Ja, komm, da können wir noch ein bisschen, ne? So. Was haben wir denn jetzt? Ach hier, jetzt wäre gerade die Stunde vorbei. Was haben wir jetzt noch? Oh, ne. Lolas Rennen. Alter, ich krieg zu viel. Da muss ich wieder Fahrrad fahren. Na, Prost Mahlzeit. Und ich bin nicht so gut im Fahrradfahren. Also bei dem Spiel. Ach, hier, guck mal, da kommt ein Fahrrad. Dankeschön. Wunderbar. Nehme ich mit. Kriegst du später wieder. Nicht. Aber egal. So, ja, mach mal. Ja, ja, hör auf zu hupen, du Pupenschmatzer, Dings da. Ich hab's alles. So, ich stell noch mal ein Stück Cola. Prost. Ich glaube, dieses Rennen wird jetzt um einige schwerer. Weil diese Strecke, also, wenn ich es richtig sehe, das ist die Strecke, wo wir auch auf Bahngleisen fahren müssen. Lass mich in Ruhe, ich hab's eilig. Naja, gucken wir mal. Of course I love you, Johnny. No, you don't. Love is complicated. That didn't seem complicated between you and that Gordo kid. I'm gonna kill him. Johnny, please. We've been over that. He's sweet, but it was so innocent. Get off. Oh, I love it when you get angry, Johnny. I really do. You're so bestial. Hey, Jimmy. Hey. What are you doing here? Looking for you, Johnny. At Lola's house? Yeah. Be nice to each other. You know what I like about you two? You're both so straightforward, so quick to judge, so fast. Ain't no one fast like me. Really? So you could beat Jimmy in a race? Definitely. I heard he was pretty fast. This little twerp? Give me a break. Oh, I think we've got a little challenge. I just love challenges. They make me so excited. Mhm. Na, Prost Mahlzeit. Ach ja, wir müssen das Rennen gewinnen, ansonsten gilt die Aufgabe als, ne? Verpömpelt. So. Alter, what the fuck? Ich glaube, Waffen darf ich auch nicht einsetzen. Ich fahre natürlich auch so, dass ich kaum vorbeikomme. Autsch. Da. Das gibt's doch nicht. Naja, gib mir mal. Moment, dann haben wir. Alter. Die drängen mich aber auch ganz schön hier zur Seite. Und die ganze Zeit ist diesen scheiß Knopf hier drücken. Verdammt, ich bin jetzt gerade falsch gefahren. Ja, genau, das war das Rennen hier mit den... mit den Gleisen. Wow. Aber die Musik ist auch wieder schön. So, ich muss mich gerade mal wieder ein bisschen konzentrieren, deshalb bin ich ein bisschen leiser. Weil ihr seht ja, mein Vorsprung ist auch nicht so ganz das Wahre. Ach, und Züge kommen ja auch gefahren. Ach, stimmt ja. Da war ja was. Wow. Komm du Klöten, Heinz, fahr mal ein bisschen schneller, sonst gibt's hier gleich Jimmy Ragu. Alter, diese Rennen, ich hasse sie eigentlich wie die Pest. Na guck mal, wie schnell mein Vorsprung weggeht, das gibt er nicht. Ach hier, da ist eine Karte noch auf. Ach, wunderbar. Ist gut. Und warum hört die Musik schon wieder auf? So, ich bleib jetzt aber mal auf der Straße, beziehungsweise auf dem Weg. Ey, wow, Alter! Hat der einen Boost gekriegt, oder was? Hallo, lass mich mal...
Alter, ich hasse dieses Rennen. Wow, 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 wow. Ach ja, jetzt kommen wir ja hier an der Schule raus. Oh, Eddie! Ich habe jetzt keine Zeit. Geh mir nicht auf Eier. Sonst kriegst du einen Block, ich sag's dir. Normalerweise weiß eigentlich jeder, wenn ich in einem Spiel drin bin, soll man mich nicht anschreien. Aber irgendwie lernen's die Leute heutzutage nicht mehr. Besonders hier die Leute, die ich in meiner Skype-Liste habe. Alter, verpiss dich, du Spackenhans! Ja! Boah! Alter! Wow! Alright, Jimmy, you won! Well, of course, my bike wasn't tuned right. I'm gonna head to the shop and do some work on it. More bike talk? I'll meet you guys later. You got something on your lips. Mm-hmm. Sehr schön. Ja, steig doch gleich in die Kiste. Unglaublich. Aber warte mal, ich glaube, Lola brauche ich auch noch für das Dienstbuch, oder? Alter, Leute. Was war das jetzt? Muss ich das verstehen? Irgendwie ja nicht, aber okay.